Alle ganz weiter. Neues Video? Kein Challenge-Video. Wie angekündigt gestern, heute wird spitz. Spitze Sache. Was wir machen? Noch der Meise. Spitze Sache, sozusagen. Aussaat, spitze Sache. Wir haben es bald geschafft, Gartenfreunde. Mit dem Vorziehen. Vielleicht noch zwei Videos. Dann sind wir durch. Mit der Anzucht. Ja, mit dem Aussehen. Als erstes, Spitzkohl. Weißen Spitzkohl. Spitze Sache. Mal reingucken, was drin ist. Oh. Sieht gut aus. Und beiseite schieben. Und ein paar Blümchen müssen wir auch noch machen. Ein paar Blümchen. Ja. Spitz. Ja, wir reichen. Was wir am Mittwoch ausgesät haben, Mittwoch war das. Den Blumenkohl und den Brokkoli. Der lila Brokkoli. Brokkoli? Nee, Quatsch. Lila Blumenkohl. Der guckt schon. Und der Brokkoli guckt auch schon. Da muss er etwas andrücken. Machen wir nicht so viele. Und wieder etwas Erde drüber. Feucht halten. Da haben wir noch was übrig. Machen wir hier alles rein. Beschriften, wegstellen. Als nächstes machen wir Spitzkohl rot. Heute zeigen immer das gleiche. Gleiche Prinzip. Als drittes machen wir rein die Chinesen. Sehen wir, was hier drin ist. Übrigens rot, spitz, das erste Mal. Ja, mal auch die Hälfte bis. Jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich habe ja auch Minus. Daumen. Meistens immer zwei Stück. Habe ich immer hingesetzt. Und kontrolliert. Wer das sein könnte, findet man heraus. Braucht man bloß viel Zeit. Sind zwei Kanäle Deutschland. Immer die gleichen. Ich kenne die zwei Kanäle ja auch
erwähnen, aber ich überlasse Ihnen noch die Chance, warum Sie Minus geben. Kann man ja unten reinschreiben, in die Beschreibung. Mache ich auch, wenn ich Minus gebe, schreibe ich rein, warum, in die Kommentare. Diese zwei Kanäle machen das nicht. Sind immer die gleichen. Immer die zwei gleichen Kanäle. Immer jedes Video Minus, zwei Stück. Manchmal sind auch vier, fünf, dann ist ja das andere, habe ich nicht kontrolliert. Prinzip ist das ja auch egal. Das zählt ja trotzdem mit. Auch die Minus. Aber die können ja heute ruhig unten mal reinschreiben, warum sie das Minus geben. Das würde mich mal interessieren. Das war das Thema abgeschlossen. So, die Chinesen haben wir auch fertig. Chinesen sind voriges Jahr kleine Blüte gegangen. War zu kalt. Haben scheinbar Frost abgekriegt. Beschriften wegschaffen. Freude in Spitz. Die spitze Sache haben wir erstmal erledigt. Jetzt habe ich hier Bartnägen. Kann man ja natürlich auch ins Freiland aussehen. Aber bei meinem Glück wächst das Unkraut wieder schneller an meine Blumenrabatte, wie ich die kleinen Pflänzchen an sie. Die blühen aber erst nächstes Jahr. Sind zweijährige. Da kann man dann immer büschelweise reinsetzen sozusagen. Machen wir überall mal hier ein paar Haufen hin. Jetzt habe ich ja gar nicht geguckt, ob das Lichtkeimer sind. Ach, da bin ich. Das 3, 6. Hier noch ein bisschen was in der Mitte. Ein bisschen verteilen noch. Mal hier 6 solche kleinen Häufchen. So. Dann werden wir mal leicht was drüber streuen. So, das reicht schon zu. Ich weiß ja nicht genau, das Lichtkreimer sind oder nicht. Wir probieren das mal so. Ich guck da mal im Internet. Vergessen zu gucken. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, die kennt unter der Erde. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, haben die unter der Erde. Und natürlich Feuchtheit. Kein Dauer weiß ich jetzt nicht. Ja, bestimmt. Zwei Wochen bestimmt. Meine Kapuzinerkresse guckt da auch noch nicht. Habe ich schon bestimmt zwei Wochen drin, in der Erde. Noch nichts zu sehen. So, das ist leer. Können wir wegschmeißen. Natürlich auch beschriften. Und wegstellen. Da haben wir noch eine Sorte.
zu machen. Pikieren. Gartenfreunde, da haben wir was pikieren. Zwar auch Blumen. Haben wir hier. Habe ich mir vorgezogen. Immer bei Zeiten, was schöne Bienchen haben. Und zwar sind das Ringelblumen. Haben wir ja was rausholen. Ringelblumen habe ich, Samen habe ich hier noch massenweise da. Wenn das hier nichts wird, ist kein Problem. Pull die erstmal raus. Das ist nicht so einfach. Freunde, draußen habe ich sie. Sind 14 Stück. Da habe ich 13 Löcher. Und sind elende lange Wurzeln. Sind sie durch. Brauchen ja nicht mehr lange. 2 Wochen. Dann kann ich sie bestimmt raussetzen. Sie sollen ja ab nächster Woche laut Wetterbericht kontinuierlich bergauf und plusgrade werden. Könnte man die ja dann schon raussetzen. Eine machen wir noch. Nicht elende lange Wurzeln. Mit ein bisschen den Kreis drehen. Die Wurzelchen. Und dann mache ich hier noch im Sommer, wenn das nichts werden sollte, hier kein Problem. April, dann kann ich ja noch, aber ich habe direkt Aussaat. Habe ja reichlich Samen da. Genug gesammelt, über den Winter. Oder im Herbst. Dann habe ich mal fertig. Dann gucken wir mal. So, da haben wir die kleinen Blümchen. Hier drinnen. Hier habe ich, in einen habe ich 2 reingemacht. In die durch. Diese Nacht hatten wir minus 11 Grad. Gleich mal einblenden. Wetterbericht. Kommt gleich. Zack. So, die schaffen wir jetzt auf dem Balkon. Die brauchen nicht so viel Wärme. Und dann, wie immer, Sonnabend. Kontrolle der Pflanzen. Ich habe mittlerweile alle Fenster belegt. Wo Zeit ist, Frühling wird, den man rausstellen kann an die frische Luft. Gartenfreunde, gucken wir erstmal in der Küche. Da haben wir hier unseren Sellerie und sich ihn aufstocken. Nochmal Sellerie. Kapuzinerkresse sehe ich gerade. Lässt sich was sehen. Auch bei den anderen Napf. Basilikum, den muss ich reinholen, sonst wächst da nicht. Kann man nicht ernten sonst. Zu kalt im Balkon. Dann haben wir hier Tomaten, die wir ausgesät haben vor einer Weile, die wir pikiert haben, das waren die Weißen. Das habe ich ein bisschen eher gemacht. Hier sind welche, hier sind welche. Hier lässt sich noch nichts sehen. Hier auch nicht. Wir haben noch Reserve. Hier kommt bloß eine zurzeit. Hier ist normal.
Ich habe 5 Stück überall reingemacht. Hier gucken auch 4. Das ist auch nochmal. Das ist Geheimprojekt. Wenn es was wird, zeige ich es dann später im Garten. Geheimprojekt. Und hier haben wir die Dahlien. Dahlien. Kann ich reichlich verschenken. So, jetzt gehen wir mal auf den Balkon. Erst mal Gesamtübersicht. Es füllt sich langsam. Aber noch Platz. Hier. Tomaten. So, und nun gucken wir mal hier. Ganz hinten, von mir aus gesehen, links haben wir Blümchen haben wir nicht, kann man in der Hand nehmen, geht besser. Dann haben wir hinten noch Petersilie, die kommt auch gut. Dann haben wir hier die Salate. Ja, willkommen auch bei der Kälte. Heute früh waren 4 Grad. Wachsen auch bei 4 Grad. Physalis, Paprika, Chili. Ja. Dann haben wir hier die Blümchen, die wir heute gemacht haben. Hier haben wir nochmal Paprika, Chili und hier drüben haben wir, das ist der Kohlrabi, steht auch gut da, kriegt schon neues Blätter und hier haben wir denn Brokkoli. Vierten Tag guckt er raus. Und hier haben wir lila Blumenkohl. Guckt auch raus. Vierten Tag. Der weiße Blumenkohl ist noch nicht zu sehen. Kommt vielleicht morgen. Hier haben wir den, kommt schon ein Plätzchen. Moment, wo ist er? Der hier. Na, wo ist er denn hin? Sehe ich ihn gar nicht mehr. Der hier. Also Kohlrabi ist auch gut, außer hier vorne ist nichts gekommen. Die Sorte. Ja, Kohlrabi kann man ja doch mal nachsehen, geht ja schnell. Rabi. Sind vielleicht, schätze mal, 10, 15 Stück. So, und jetzt gehen wir mal zu den Auberginen. So, letzte Fenster, Gartenfreunde. Ja, meine Lieblinge. Die stelle ich nicht raus. Die schade drum. Lange genug gekämpft. Auberginen. Sehen hervorragend aus. Was auch kommt? Liebstängel. 2 Stück. Hier haben wir noch dicke Gemüsezwiebeln. Die werden wohl in den Garten nicht kommen, weil wenn hier minus 10 Grad waren, werden die wohl nicht aufgehen. So, dann haben wir natürlich hier enorme
Sachen an Dahlien. Dahlien, 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 alles Dahlien hier. Hier haben wir nochmal Tomaten. Das ist hier eine weiße Tomate. Dahlien, 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 Dahlien. Nochmal eine weiße Tomate. Nochmal vorgezogen. Wir kommen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, richtig. Alle gekommen. Dahlien, Dahlien, Dahlien. Immer wieder Dahlien. Immer wieder Dahlien. Dahlien, 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 Dahlien. Ja, 2, 3 kann ich der Tochter geben. Den Rest kriegen hier die Nachbarn. Dann haben wir hier noch eine Batterie. Weiße Tomaten. Die haben wir doch auch am Mittwoch. Der Mittwoch? Oder eine Woche eher. Pikiert. Auf alle Fälle sind sie gewachsen. Sehr schön. Kann man schon bald wieder mit Erde auffüllen. Gucken nämlich schon wieder ganz schön raus. In dem manchmal wieder 2-3 cm auffüllen. So, Gartenfreunde. Dann haben wir zum Schluss kommen. Ah, hier. Die Dahlien kommen natürlich auch gut hier. So, dann haben wir zum Schluss kommen. Na ja, guten Freunde, das war das Samstag-Video. Mal sehen, was wir am Mittwoch machen. Da müssen wir noch sein. Wie immer, meine Damen und Herren, würde mich freuen. Abonnieren und kommentieren. Auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Baka, baka.